So, put, 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 put. Ne, falsche Richtung. Put, 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 put. Hier, oder? Genieße deinen Aufenthalt. Die lassen mich einfach rein. Da ist sie ja. Wie heißt denn Knocked Owl auf Deutsch? Hut, Hut heißt, ist das Kleine. Also das wird zu... Noctu! Danke. Danke, Noctu. Das böse Noctu. Du hast es sicher zurückgeschafft, Döskop. Es ist sehr erleichternd zu sehen, dass du nicht verletzt wurdest. Und ich sehe, du hast sogar die drei Edelsteine in deinen Besitz gebracht. Super! Es ist Zeit, ist nun Zeit, dem Gegner gegenüberzutreten und den Live-Orb wieder zu erlangen. Du musst dich wahrscheinlich durch das Schloss durchkämpfen, um in das Herz zu gelangen. Heißt das jetzt mehrere Kämpfe? Weil dieses Team ist nicht für mehrere Kämpfe ausgelegt. Es ist ein Kampf und dann wieder alles heilen. Ein Kampf, wieder alles heilen. Sobald du dort angekommen bist, werde ich dich unterstützen und Koga mit dir konfrontieren. Und seine... Ja, und ihn entlarven. Viel Glück, Döskop. Oh, jetzt ist die Frage. Wir gehen jetzt nochmal Team umbauen. Für mehrere Kämpfe. Ich bin schon wieder so müde. Und dann gehen wir so rein. Wie viele Revives habe ich denn? 19. Verdammt. Vielleicht kann ich den ja auch ausweichen. Wenn ich schlau laufe. Das sind aber echt viele. Und da ist ein Giratina, Giratana, Giraffenstatue. Ah, oh Mann, ernsthaft? Und eine Mew-Statue habe ich gerade gesehen. Und das hier ist ein Knackrack. Das da ist ein Brutalander, richtig? Warte, wo ist das Herz überhaupt? Oh, ein Ho-Oh. Sehr schön. Wo ist denn überhaupt das Herz des Schlosses? Da oben, ah. Nee. Was ist das denn? Was zum Henker ist das für ein Vieh? Ist das ein Pokémon? Das soll Lugia sein? Ach, jetzt sehe ich, wie es aus dem Wasser rauskommt. Okay. Ich habe gedacht, das ist alles Teil des Pokémons, weißt du? Alles klar. Ist es ja. Wir haben es in einem Stück hergeschafft. Aber jetzt kommt der gefährlichste Kampf. Danke dir. Wir können nun endlich diesen Wahnsinn aufhalten, bevor die Edelsteine eine Chance haben, in die falschen Hände zu fallen. Oh, schöne Statuen. Suicune, Entei, Raikou sagt man, glaube ich, oder? Mewtwo, und das war's. Berater Koga. Ich bin zurückgekehrt, um die Dinge wieder richtig zu stellen. Deine Pläne werden hier... Raichu, ja, Raichu, genau so heißt das. Genau, wir schieben einem Pikachu einen Donnerstein in den Arsch und kriegen dann einen legendären Hund dabei raus. Logisch.
Deine Pläne werden hier enden. Wovon redest du? Ich hatte nichts mit all dem zu tun. Und wer bist du überhaupt? Ich denke, wir wissen doch alle genau, wer ich bin, oder? Zoroark, löse die Illusion auf. Nikola. Okay, jetzt, wer ist Nikola? Kennt man den aus den Trickfilmfolgen oder sowas? Also mir sagt er gar nichts. Außer, dass am Anfang des Dorfes war ein Kind. Das hat gesagt, ich habe versucht, Nikola um Hilfe zu rufen, aber er ist nicht gekommen. Wer ist Nikola? Wenn ihr das wisst, könnt ihr mal gerne erklären. Ich, keine Ahnung. Ich schwöre, es endet hier, Berater Koga. Döskop und ich, Nikola, der Held, der Alt... Ach so, Nikola ist der Held von damals. Nikola ist ein Charakter, der in Flashbacks in Volcanion und der mechanischen Kugel aufgetaucht ist. Er ist ein Wissenschaftler, der... Was? Magiarma vor 500 Jahren erschaffen hat. Okay. Und er ist auch der Held aus der Geschichte von damals. Hier, der schon damals hier das Land gerettet hat, anscheinend. Ich werde das Relikt nehmen, welches du gestohlen hast. Warum lebt er schon so lange? Wird er von Pokémon am Leben gehalten irgendwie? Bist du bereit für einen großen Kampf? Geh. Ich werde helfen, ihn einzufangen, sobald er geschwächt ist. Okay. Ist Gengar in irgendeiner Form jetzt hier ein Problem? Nö, ne? Könnte aber auch wieder ein Mega-Gengar sein. Also müssen wir leider Cottonspore machen. Es ist kein Mega-Gengar. Schade. Ich hätte gerne Switcheroo gemacht, aber man weiß es ja vorher nicht, ne? Man weiß es ja leider nicht. Sweet Scent. Und Stealth Rock. Ich hoffe, hier kommen nicht zwei Kämpfe hintereinander. Wenn sich dann rausstellt, dass der Lord auch mit drin steckt, dann muss ich ja zweimal kämpfen. Und das Spiel hat das schon manchmal so gemacht, ne? Zwei Bosskämpfe direkt hintereinander ohne Heilung. Das wäre scheiße. Okay, also wir haben Sweet Sand, wir haben Stealth Rock. Final Gambit. Mal schauen, was passiert. Hypnose. Substitute. Und Simple Beam. Oh, und er schläft immer noch perfekt. Drei Runden geschlafen. Und Nummer 3. Noch einmal einschläfern und rüber wechseln. So. Memento. Thank you.
Wehe, wir müssen jetzt noch gegen den Lord kämpfen. Was? Theoretisch jetzt kein Weltuntergang, weil wir sind fertig gebufft und alles. Wir wechseln jetzt rüber und hauen dann alles weg. Aber die Tatsache, dass er jetzt zum Schluss einfach nochmal das Pokémon gewechselt hat. Das hat mich gerade schon ganz schön erwischt. Ja. Och, auch noch ein Mega. Eieiei. Gut, dass wir ein Substitut noch draußen haben. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Bei Mega Metagross, ne, da reden wir doch von Stahl und Psycho. Also würde ich da auch wieder Power Trip machen. Wegen Psycho. Stormthrow bringt daher nichts. Also nicht mehr als Power Trip. Gengar. Hatte das jetzt Cursed Body oder was hatte das denn überhaupt? Ich habe es ja auf Simple geändert, aber durch den Wechsel wird es sich ja wieder hergestellt haben. Ne? Also wird es wieder Cursed Body haben. Das heißt, ich benutze lieber Crunch. Das sollte ja ausreichen. Damit es mir meinen Power Trip nicht blockiert. Ja. Eigentlich voll gemein. Ich habe seine Ability ausgesetzt. Aber er hat einfach ausgetauscht. Frechheit, oder? Oh, ein Altaria. Dich braten wir heute, ja? Überm Lagerfeuer. Mmh. Lecker Hühnchen. Ja, Stahl und Psycho wieder, ne? Also Power Trip. Booyah Chaka, wir haben es geschafft. Wehe, jetzt kommt noch ein Kampf. Ich bin nicht darauf vorbereitet, dass jetzt noch ein Kampf kommt. Ich habe versagt, das Königreich zu beschützen. Und meinen Lord von diesem... Sie sind ein Force Pretender. Force ist falsch und Pretender ist jemand so tun. Aber falsch so tun ist er dann wieder richtig. Ist doch ein doppeltes Negativ. Ja, ich sage jetzt einmal vor diesen Betrügern. Ich habe versagt, mein Königreich und meinen Lord vor diesen Betrügern zu beschützen. Ist Nicola doch der Böse? Ist die Eule doch die Böse? Nein. Du hast alles gut gemacht, Koga. Ich hätte mir keinen besseren Diener wünschen können. Wusste immer, dass du ein Betrüger bist. Ich bin ein Betrüger. Hm? Nein. Das da. Hä? Was will der jetzt? Nein, das gerechtfertigt nicht, wie gut du für mich gearbeitet hast oder so eine Art. Ihr alle habt einen großartigen Job gemacht. Ist jetzt doch der Böse, der Lord? Aha, einen guten Job darin, meine kleinen Schachfiguren zu sein. Warte mal. Was ist das in seinen Händen?
Ist das? Das sind die Edelsteine. Vorsicht, Döskop! Oh. Okay. In der Tat, das sind sie. Wie einfach es doch war, die zu stehlen, als ihr gekämpft habt. Nun habe ich das Life Orb Relikt und die Edelsteine. Praktischerweise direkt vor mir schon versammelt. Ich habe nun wahre Macht erhalten. Ich werde nun diese Länder erobern und mit eiserner Faust regieren. Ich muss dir danken, Nikola. Wenn da nicht deine dummen Anschuldigungen gewesen wären, wer weiß dann, ob ich überhaupt dazu in der Lage gewesen wäre, die Steine so einfach zu klauen. Nun denn, als deine Belohnung werde ich dir einen schnellen Tod gewähren. Bei meiner vollen Kraft. Nun dann. Das habe ich nun echt nicht kommen sehen. Nein! Wie machen wir das jetzt? Müssen wir überlegen. Also, Ninjask kann ja dann immer noch mit Protect und Substitute und Protect und Substitute so ein bisschen seinen Speed aufbauen und dann mit Baton Pass einfach mal weitergeben an Pangoro. Und dann kann Pangoro einfach einen Stormflow machen und müsste den eigentlich damit weghauen, oder? Die Frage ist, macht Enteron vorher noch irgendwas? Wir könnten versuchen, nicht wer schneller ist. Das ist die große Frage, wer ist schneller? Tyranitar sollte eigentlich nicht allzu schnell sein. Es ist nur ein Pokémon, ja. Ich bin aber überlegen, ob ich... Yawn habe ich nicht. Hypnose habe ich. Hypnose könnte klappen, könnte schief gehen. Würde uns Simple Beam was bringen? Bis wir ihm zumindest schon mal seine Ability kaputt hauen. Nee, nochmal macht er keinen Sandsturm. Also die hat quasi schon ausgedient. Mehr macht die nicht mehr. Also wir könnten entweder mit ein paar Substitutes einfach mal dafür sorgen, dass Sandstorm schon mal abläuft. Na, einfach nur dafür sorgen, dass Sandstorm schon mal durch ist und es später nicht stört. Und dann könnten wir versuchen, ihn einzuschläfern mit einer 60% Chance. Oder ihn einfach einen Flash noch auf den Weg geben, bevor wir sterben. Aber ich würde vielleicht wirklich erstmal den Sandsturm rausjagen. Was denkt ihr? Einfach jetzt mal so, keine Ahnung. Meinst du? Ja, dann würde ich entweder Hypnose oder Flash machen. Du denkst, das ist kein Boss Battle. Du denkst, ich kann Items benutzen oder was?
Oh, Attack Mist. Oh, wow, der hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Was, du kannst keines... Mein Whimsicott ist tot. Hast du überhaupt nicht aufgepasst? Wir sind gerade von einem Kampf direkt in den nächsten gegangen. Direkt aufgewacht. Ich dachte, ich krieg vielleicht 2-3 Flashes rein, weißt du? Na gut. Also, ich mache jetzt erstmal ein Protect, dann ein Substitute. Dann wieder ein Protect, dann ein Substitute. Das mache ich, bis ich die 6-mal Speed drin habe. Und dann gehe ich einfach mit Baton Pass rüber. Würde ich sagen. Vielleicht habe ich sogar Glück, dass er einmal ein Substitute verfehlt. Dann kann ich sogar noch mit einem Substitute rüberwechseln. Ist egal, wir machen es trotzdem. Er muss halt erstmal einmal verfehlen, weißt du, damit ein Substitut stehen bleibt. Ich kann keinen Schwertertanz machen, wenn ich keinen Substitut draußen habe. Er trifft halt jedes Mal. So ärgerlich. Ich hatte echt gehofft, dass ich nach dem Einschläfern so 2 oder 3 Flashes rausbekomme. Und er ist einfach direkt aufgewacht. Direkt. Was habe ich zuletzt gemacht? Ja, aber ich muss Protect immer mal wieder dazwischen schmeißen, weil mir sonst die Substitutes zu viel HP abziehen. Weißt du, ich hole mir immer meine kleine Heilung zurück. Das gibt's doch nicht, er trifft jedes Mal. Was mache ich denn jetzt? Der nächste Substitute killt mich doch, oder? %25, also ich müsste es noch überleben, ne? Gerade so. Einer geht noch rein. So, ein Wichser. Der hat jetzt einfach die ganze Zeit getroffen, obwohl der zu... Der war zumindest einmal geflasht. Hat den nicht interessiert. Denkst du, ich kann Items benutzen?
Warum Schacke? Vergiften? Kante. Und jetzt ist die Attacke daneben gegangen. Es hat kein Iron Head mehr. Also jetzt gehen wir auf Shackle, ja? Warum Shackle? Warum Shackle? Warum wolltest du Shackle? Weißt du, was ich mit dir machen soll? Das ist ein Boss-Team und kein normales Team. Oh, Mann. Fuck, ey. Ich mach das jetzt. Ich schläfer den jetzt ein. Geb den jetzt 6-mal Flash. Und dann wird das Pangoro schon irgendwie schaffen. Denke ich mal. Wir könnten theoretisch auch Ninjas noch mal mit reinnehmen zum Buffen. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Damit ich nicht so viele Flash kloppen muss. Reduziert die Anzahl der Flash, die ich brauche, um die Hälfte. Einfach nur dafür. Müsste jetzt eigentlich schon... Das müssten jetzt genug gewesen sein. Glaube ich. Ich hab die mitgezählt, aber ich glaube, das waren genug. Nochmal Hypnose. Jetzt halt die Frage, wollen wir jetzt riskieren und direkt auf Pangoro gehen oder nochmal Ninjas wiederbeleben und da nochmal ein bisschen mit Substitute und mit Powern und sowas.
Damit so vielen vielleicht überhaupt noch was trifft, ey. Also ich habe leider keine Wahl mehr. Ich habe nur einen Swordstance, einen Schwertertanz rausbekommen. Aber ich muss ja jetzt quasi rüberwechseln. Wenn der jetzt mich nochmal trifft, dann ist Kacke. Also. Ja, ich muss jetzt leider. Ich hoffe, er trifft Pangoro nicht. Okay. Und jetzt müssten wir eigentlich Stormflow machen, oder? Na? Stehe ich doch richtig. Ach, nein. 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 Wie konntet ihr zwei nur meine unglaubliche, meine unvorstellbare Macht aufhalten? Du hattest es einfach zu eilig. Du hast dir niemals selbst die Chance gegeben zu lernen, wie du die Macht des Life Orbs überhaupt richtig kontrollieren würdest, oder? Access. Erreichen oder zugreifen, genau, zugreifen. Du hast nie richtig gelernt, die Macht, auf die Macht richtig zuzugreifen. Oder wie sie zu nutzen, wie sie mit der. Ich kann schon nicht mehr übersetzen um diese Uhrzeit. Oder wie sie richtig einzusetzen mit dem Anteil davon, den du gerade hattest. Ja, also er wusste nicht, wie er die komplette Macht entfalten soll. Und er wusste nicht, wie er die Macht, auf die er jetzt schon Zugriff hatte, wie er die richtig einsetzen soll. Biskop, hier ist. Hier hast du die Life Orb zurück. Ich werde bald einen neuen Kandidaten finden müssen, der sich um das Königreich kümmert. Dio? Deo? Was? Achso, Keldeo. Klingt so. Es kann Keldeo es schon gar nicht erwarten, dass die Lebensorb wieder zurückkommt. Kannst du bitte das Relikt zum Schrein bringen? Sobald du das tust, kehre zurück, aber vorbereitet darauf, dass Keldeo dich auf deine Reise begleitet. Ich werde es erklären, sobald du zurückkommst. Und du wirst mich in der Höhle finden. Da drüben, da im Norden dieses Gebiets. Ja. Kann man sich ja irgendwo heilen gehen? Alles klar. Heißt das, dass wir Keldeo jetzt wahrscheinlich gleich fangen werden? Was? Müssen wir jetzt nochmal gegen die Wachen kämpfen? Alter, ich bin auf so einen Kampf nicht vorbereitet. Was ist denn, wenn wir jetzt verlieren? Müssen wir alles wiederholen? Nix. Kann ich auf Surrender gehen? Ich will jetzt gar nicht kämpfen. Bist du sicher? Vollernte.
spring im Dreieck, wenn ich jetzt nochmal kämpfen muss. Wir wechseln jetzt gleich mal auf das Team, was Keldeo fangen kann. Oder? Das ist einfach nur ein Xerox quasi. Oh weh, ich muss jetzt nochmal kämpfen. Alter, wenn das jetzt schief geht. Wir sollen das Ding zum Schrein bringen, ne? Der Schrein war doch hier. Nee. Der Schrein war hier in der Mitte. Okay. Willkommen zurück, Reisender. Die Nachrichten haben sich schnell verbreitet. Die Nachrichten von deinen heroischen Errungenschaften und der Taten des korrupten Lords. Ich habe sogar gehört, dass eine lebende Legende deinen Kampf unterstützt hat. Im Namen von Matsuki Village und sogar des ganzen Königreiches danken wir dir herzlichst dafür, was du getan hast. Für das, was du getan hast. Es werden Lieder und Legenden über dich geschrieben werden. Ja, und wie kann man jetzt den Orb hier reinpacken? Warte. Hä? Wo ist denn der Schrein? Ist das nicht der Schrein? Das erste Mal habe ich Keldeo hier unten angetroffen. Mal gucken, ob es da wieder ist. Das war hier. Ne, da ist es nicht. Das war doch der Schrein da oben, oder? Ich sagte, wenn es mir jetzt die Quest zerbucht hat, weil ich da auf Surrender gedrückt habe. Nichts passiert da, keine Sorge. Vielleicht muss ich nochmal mit dem Nikita-Typi da oben reden. Wieder durchschleichen, ey. Verarschen. Was? Hast du von Bofa gehört? Warum muss man gegen die kämpfen? Der Lord ist doch besiegt. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Alter, hat sogar noch eine Megaform, ey. Überhaupt nicht cool. Was wird denn das Ding jetzt einsetzen? Wahrscheinlich eine Kampfattacke, oder? Gegen unseren Stahl. Weiß ich nicht. Thank you.
Hey, was? Was hat denn den geheilt? Ja, mal ganz ehrlich, warum muss ich jetzt nochmal gegen die Wachen kämpfen? Was macht das für einen Sinn? Weil noch kein neuer Lord bestimmt wurde? Autsch. Aua, aua. Oh ja, verbrannt. Sehr schön. Perfekt. Ich auch nicht. Jemand hat mich gefragt. Jemand hat mich mal gefragt, aber erst gegangen, bevor wir fertig reden konnten. Ist das hier der Schrein? Ich bin gerade voll verwirrt. Wo soll ich das Ding hinbringen? Ich war nur eine Schachfigur. Geh, Trainer. Lass mich sein. Ich verstehe gerade echt nicht, wo wir hin sollen. Na, da war ich doch. Der Opa, wo die Quest angefangen hat. Der Matzeknob. Der Matsuhishu, irgend sowas. Da war ich doch. Er hat doch gesagt, ich soll den Orb da hinbringen. Ich habe den Orb nirgendwo hingebracht. Ich habe bloß mit dem Typ gequatscht. Ich wollte den Orb noch positionieren, das ging aber nicht. Ich versteh's. Das Spiel hätte doch zumindest mal so eine kleine Nachricht geben können. Ja, du hast den Orb erfolgreich übergeben. Weißt du? Aber nein, das Spiel hat mir nichts gesagt. Und wo ist der Nikola? Das weiß ich auch nicht. Nein! Oh, ich... Okay, ja. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und die greifen mich alle an. Warum greifen die mich an? Ich die Hände an. Nee, wo ist denn der Nikola? Oh, ich block dich gleich, aber sowas von. Ja. Ich weiß nicht, wo das ist. Spreche ich Chinesisch? Oder machst du es absichtlich? Ich weiß nicht, wo das ist. Ich stelle die Frage, wo ist das? Sag mir, wo das ist. Manchmal, weißt du, komme ich mir echt verarscht vor, Leute. Aber so richtig. Der Lord hat uns einfach irgendwo hin teleportiert. Ich weiß nicht, wo das ist. Geht mir gerade so auf den Sack, dass die alle gegen mich kämpfen wollen.
Oh, fuck. Ich mach gleich Surrender und lauf nochmal los oder so. Ich weiß nicht, also. Ich komme mir ja verarscht vor. Ach, bitte. Ohne Witz. Ohne Witz, ich hab keinen Bock mehr auf das Dreckspiel. Ich will jetzt nicht 20 Minuten in einem Kampf festhängen. In einem sinnlosen Kampf, den ich gar nicht führen muss. Müssen wir mal gucken. Zwei Wächter. Irgendwo soll ja ein Durchgang sein, meinst du, ja? Nein! Oh, ich kann ausloggen. Warum habe ich das nicht gleich gemacht? Ich kann ausloggen. Ich kann ausloggen. Hier, jedes Mal einfach bumm. Ja, das Leben macht wieder einen Sinn. Ah, ich hätte es hier oben ist nichts. Wo hat er uns hinteleportiert für den Kampf? Ah! Wenn ich gegen den einen Grad dagegen laufe, dann will er sich erkämpfen. Also so, ja. Alter, ich war gerade echt so am Durchdrehen. Diese sinnlosen Kämpfe. Und dann Level 100er Pokémon. Warum, Leute? Warum?